würde hier in Luxemburg ein neues Gerät kaufen, dieser Art, nämlich ein Notebook. Würde der Verkäufer erstmal schimpfen und sagen, oh, so ein Mist, wir haben jetzt eine Postwachstumsökonomie inzwischen längst schon nach den vielen Finanzkrisen und dem Zusammenbruch der EU und so weiter und so fort. Ich verkaufe kaum noch neue Geräte, aber der erholt sich ein wenig ein bisschen von seinem Ärger, der Verkäufer, der sagt dann, ich verkaufe viele gebrauchte Geräte und wir haben den besten Reparaturservice. Das ist auch Wirtschaft. Aber obendrauf kommt etwas anderes noch, nämlich ein Prosumentenmensch. Der würde dann sagen, wenn Sie dieses Gerät kaufen, ist im Preis ein Prosumentenlehrgang oder Workshop mit drin. Das heißt, wer dieses Gerät kauft, kann irgendwann mal in einer der Werkstätten dieses Anbieters, kann sich zeigen lassen, wie man die Sollbruchstellen eines solchen ohnehin modular und reparabel aufgebauten Computers, wie man sie selber reparieren kann. Wie kann ich die Festplatte auswechseln, den Arbeitsspeicher, das Disklaufwerk, das Netzteil, die Soundkarte, die Grafikkarte, das Keyboard, vor allem die beiden Scharniere, falls es das dann noch gibt. Okay, alles klar, aber das Prinzip ist klar, oder? Das ist wichtig, bei Textilien auch, bei Fahrrädern auch, bei Autos, bei Heizung, bei Häusern. Konsumenten müssen in die Lage versetzt werden, selber mit diesen Händen oder in Prosumentennetzwerken das Nötige zu tun, um die Nutzungsdauer möglichst zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Das sind die Unternehmen der Zukunft, die dafür sorgen, dass Menschen weniger brauchen. Das heißt, die Unternehmen verkaufen nicht einfach Produkte und Services, sie verkaufen Kompetenzen. Ja. Dann Arbeitszeit umverteilen, das ist das Wichtigste. Eine Politik, die es den öffentlichen, aber erst recht privaten Unternehmen leichter macht, Arbeitszeit zu flexibilisieren und zu verteilen. Dann ein Bildungssystem, das habe ich heute schon angesprochen. Eines, das den jungen Menschen die Fähigkeit vermittelt, urbane Subsistenz zu betreiben. Reparatur, Gemeinschaftsnutzung, eigene Produktion. Dann der Subventionsabbau, heißes Thema in Europa. Das Gros der europäischen Subventionen ist eine Katastrophe, eine ökologische Katastrophe, eine sozialpolitische, weil die Welt nicht gerechter wird und vor allem auch eine ökonomische. Ohne diesen Subventionszirkus hätten wir auf den Finanz- und Kapitalmärkten wenigstens etwas mehr Ruhe. Dann Werbung einschränken. Wenn ich König von Deutschland wäre, ich bin kein Monarchist, ich bin überzeugter Demokrat, das ist also nur so eine Redewendung, die wir öfters haben, würde ich selbstverständlich gar keine Werbung mehr zulassen. Die Unternehmen dürften sehr wohl Prospekte oder Informationen hinterlegen, auf die ich zugreifen kann, wenn ich will, aber nicht ungefragt konfrontiert werden mit Werbung. Das meine ich, wenn ich von Werbung einschränken rede. Und dann DSSK, eine neue Fernsehsendung. Deutschland sucht das schmutzigste Kraftwerk. Oder LSSK, Luxemburg sucht das schmutzigste Kraftwerk. Jedes Jahr die Abschaltung eines Kohle- oder erst recht Atomkraftwerks zu feiern. Einen Feiertag daraus zu machen. Und zwar ersatzlos. Mit Ankündigung, sodass die Menschen wissen, es gibt etwas weniger Energie, man muss sparsamer damit umgehen. Dann ebenfalls wichtig, ein Flächenmoratorium. Glauben Sie mir, es kann keine wirksamere Wachstumsgrenze geben, als zu sagen, dass kein einziger Quadratmeter mehr versiegelt, bebaut oder auf andere Weise irgendwie einer monetären Verwertung zugänglich gemacht werden darf. Und wir brauchen Rückbauprogramme. 50% aller europäischen Autobahnen müssen geschlossen werden. Auf diesen Autobahnen können wir dann Windkraftanlagen aufbauen, ohne Landschaft zu zerstören. Und von den Flughäfen, deswegen habe ich Ihnen den Flugsimulator gezeigt, müssen mindestens 75% sofort stillgelegt werden. Und auf den Flächen können wir auch PV-Anlagen und Windkraftanlagen aufbauen. Das ist doppelter Klimaschutz. Man kann kein Flugzeug mehr landen, wenn da die Windkraftanlagen sind. Das ist der beste Klimaschutz. Aber außerdem haben wir eben die Windkraftanlagen selbst. Wir brauchen eine Geld- und Bodenreform. Wir brauchen das sogenannte Vollgeld oder 100% Money heißt es. Wir müssen die Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken unterbinden. In der Schweiz gibt es ja eine Initiative. Wir beide sind da, glaube ich, auch so ein bisschen aktiv. Es geht um ein Geld, das die Eigenschaft hat, dass eine Bank nur genau so viel Kredite ausgeben kann, wie zur selben Zeit zu 100% an Einlagen da. Das halte ich für einen ganz wichtigen Schritt, um gerade den Wachstumsmechanismus, der dem Investitionsverhalten zugrunde liegt, also möglichst etwas zu dämpfen. Wir brauchen Regionalwährung, um die Regionalökonomie, von der ich heute sprach, um die gut zu koordinieren und um sie stabil zu machen, damit sie die nächste Finanzkrise überlebt. Das ist praktisch ein Akt der Resilienz.
Resilienz können Sie daran erkennen, dass wenn eine Finanzkrise eintritt, dass Sie das nur über die Zeitung wissen, aber nicht selber spüren, weil Ihr Betrieb oder weil Ihr Versorgungssystem auch in der Finanzkrise funktioniert. Wir brauchen eine Tobin Tax, das ist die Forderung von Attac, also eine Kapitaltransfersteuer, um die Finanzmärkte zu entschleunigen. Wir brauchen neue Unternehmungen. Ich habe heute in der kurzen Vorstellung meiner Person schon gesagt, dass Genossenschaften aus meiner Sicht ein ganz interessantes Unternehmensmodell sind. Ja. Und das kann die Politik fördern, das können wir auch selbst machen. Und ich bin ein glühender Verfechter einer Vermögenssteuer, die sich gewaschen hat. Warum? Ein gutes Argument gegen Wachstumskritik lautet doch, wir sind so verschuldet, die öffentlichen Haushalte Europas sind so verschuldet, dass wir ja schon deshalb Wachstum brauchen, um irgendwie diese Schulden irgendwann mal zu tilgen. Es gibt eine Möglichkeit, in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erprobt, damals bezeichnet als Lastenausgleich, tatsächlich ohne wirtschaftliches Wachstum Schulden abzubauen. Immer, wenn es Schulden gibt, gibt es Vermögen. Vermögen, das in derselben Höhe den Schulden gegenüber steht. Und wenn wir die Spitzen des ohnehin, also wirklich himmelschreiend ungleich verteilten Vermögens, nur die Spitzen, es geht nicht um Enteignung, die Spitzen abschmelzen durch eine vorsichtige Besteuerung mit hohen Freibeträgen, damit nicht Menschen, die etwas erspart haben, Angst haben müssen, dann haben wir ein Instrument, um sozusagen den Widerspruch zwischen Wachstumszwang und Schulden ein Stück weit zu lösen. Und der letzte Vorschlag, den ich noch machen will, ist, dass wir, um dieses ökologische Versteckspiel endlich zu beseitigen, dazu übergehen müssen, Nachhaltigkeits- oder Klimaschutzfortschritte nicht an der Anzahl der Projekte oder der einzelnen symbolischen Handlungen zu messen, sondern nur an den individuellen CO2-Mengen pro Jahr. Es gibt keine nachhaltigen Produkte. Es gibt nur nachhaltige Lebensstile. Es gibt einen zweiten Weg, die Postwachstumsökonomie herbeizuführen, nämlich einfach so weitermachen wie bis jetzt, bis es kracht. Das ist die Kollapsstrategie. Die ist aber nicht so schön. Und die dritte Strategie ist die, für die ich arbeite. Die Diffusion postwachstumstauglicher Lebensstile. Jeder gesellschaftliche Wandel fängt in einer Nische an. Zumindest wenn es ein Wandel ist, der überhaupt diesen Namen verdient. Und unter Diffusion, und dieser Begriff ist jetzt hier nicht naturwissenschaftlich, sondern sozialwissenschaftlich zu verstehen, ja, unter Diffusion verstehe ich die Verbreitung von Innovation. Sie können also ein neues Handy verbreiten, indem Sie es sozusagen in alle Nischen hinein transferieren, weil alle Leute es haben wollen. Man kann aber auch Handlungsweisen diffundieren. Und die Theorie der sozialen Diffusion geht davon aus, dass neue Lebensstile, in diesem Fall also postwachstumstaugliche Lebensstile, sich nur dann verbreiten können, wenn es Nischen gibt, wenn es Reallabore gibt, wenn es Plattformen gibt, die diejenigen beherbergen, die jetzt schon proaktiv, wenngleich in einer Minderheit, die sozusagen Zukunft vorwegnehmen, indem sie jetzt schon also Lebensstile, wie ich sie heute beschrieben habe, umsetzen. Das ist sowohl eine Konfrontation als auch eine Irritation. Es ist aber auch eine Inspiration für andere Menschen einer modernen Gesellschaft, die dann sozusagen, wenn die nächsten Krisen kommen, damit Rettungsboote vorfinden. Das ist gelebtes Erfahrungswissen. Wenn wir dieses gelebte Erfahrungswissen nicht in den Nischen dezentral aufbauen, in Form von Übungsprogrammen, gibt es keine Chance, auch nicht für die Politik, also tatsächlich eine Postwachstumsökonomie Platz greifen zu lassen. Wir brauchen also mehr solcher Reallabore und es gibt eine ganze Menge. Ich habe jetzt eine ganze Sammlung. Ach so, Moment, jetzt kommen noch ein paar andere Folien. Also, Transition Towns. Ökologische Lebensgemeinschaft. Urban Garden. Food Sharing. Mundraum. Neue Almenen, wo Menschen, die Obstbäume oder Gärten haben, die sie selber nicht nutzen können, wo sie die sozusagen im Netz bekannt geben, sodass andere, wenn sie bestimmte Regeln einhalten, sozusagen dort ernten dürfen. Das ist also auch eine interessante Form der Selbstversorgung. Ackerhelden für Menschen, die gar keinen Garten haben. Die können kleine Parzellen pachten und können mit Kind und Kegel oder alleine sich mal selbst erproben beim Anbau von Obst und Gemüse. Ja? Solidarische Landwirtschaft, sogenannte Vertragslandwirtschaft, die sehr oft auch genossenschaftlich organisiert ist. Repair-Cafés, das ist das Oldenburger Repair-Café, das wir haben.
Dann vor allem postfossile Mobilität. Critical Mass ist so eine Art politische Aktion gegen Autos und für mehr Fahrräder. Das hier sind Studierende von mir. Das ist ein Projekt, das den Namen trägt Rädchen für alles. Gerade hier in Luxemburg haben sie so kurze Wege, dass sie die Ausrede nicht haben, sagen zu können, dass Lastenfahrräder nicht eine gute Alternative sind. Und ich sage Ihnen was, Lastenfahrräder sind schön. Es macht Spaß, darauf zu fahren. Es macht einen irren Spaß, auch mit kleinen Kindern damit zu fahren. Und schauen Sie mal, was man damit alles transportieren kann. Hier unten, das ist der Manuel Nagel, ein Student von mir, der ein gebrauchtes Sofa gekauft hat und das tatsächlich selber, ohne ein Auto zu nutzen, da hat er wohl im Wirtshaus eine Wette abgeschlossen und dann auch gewonnen. Ich hoffe, er ist nicht gestürzt, um das dann sozusagen nach Hause zu transportieren. Regionalwährungen sind ein ganz wichtiger Schritt, sind auch ein wichtiges Reallabor. Und dann Verschickmärkte. Wenn wir unser Leben entrümpeln, gibt es viele Dinge, die wir abgeben können. Vielleicht auch an Menschen, die wenig Geld haben. In der Bundesrepublik Deutschland, Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise, ausgegrenzte Langzeitarbeitslose, nutzen in Oldenburg den Verschenkmarkt. Den gibt es seit 16 Jahren. Und da gehen jedes Jahr tonnenweise Gegenstände über den Tresen, ohne dass Geld fließt, weil Menschen sozusagen nicht wollen, dass Dinge, die sie nicht mehr benötigen, zu Abfall werden. Umgekehrt gibt es Menschen, die sagen, ich möchte nicht, dass für mich produziert wird. Also schaue ich erst im Verschenkmarkt, ob es dort nicht vielleicht eine Möglichkeit gibt. Genossenschaften gründen, das ist eine der beiden von mir mitgegründeten Genossenschaften, das ist die Oldenburger Energiegenossenschaft. Und diese Energiegenossenschaft versucht auch ansatzweise ein Prosumentenmanagement umzusetzen. Stellen Sie sich einen Energieerzeuger vor,